Der perfekte Körper, das perfekte Mindset. Jeden Tag erleben wir in sozialen Medien diese tollen Menschen, die scheinbar alles richtig machen, ganzheitlich gesund. Da kommt man dann ganz schnell irgendwie so auf das schlechte Gewissen bei einem selbst. Sind wir irgendwie nicht gut genug? Müssen wir doch alles anders machen? Das kann dann ganz schnell Stress werden. Und Hilfe, Stress ist ja eigentlich auch wieder nicht gesund. In dieser Zeit ganzheitlich fit und gesund sein, geht das überhaupt entspannt und mit Freude? Und was gehört alles dazu? Das fragen wir heute einen Experten für ganzheitliche Gesundheit, Tobias Steinhäuser. Tobias, in unserer total verrückten Zeit, gibt es Hoffnung für uns persönlich, sowas wie ganzheitliche Gesundheit überhaupt zu verwirklichen? Oder ist das eigentlich komplett unrealistisch und eigentlich bloß fast so ein dämlicher Filter, der uns hier über Instagram und Co. vermittelt wird? Ja, also ich kann es natürlich nachvollziehen, dass man da, ja, wenn man das Ganze sieht überall und was man suggeriert bekommt, dass man dann ein schlechtes Gewissen bekommt. Aber ich denke, das ist genau so ein wichtiger Punkt, wie du schon angesprochen hast. So, wir sind alle nicht perfekt. So, man kann immer nur sein Bestes geben und da einfach zu gucken, hey, ich sehe das gar nicht so als einen Zwang, wenn man was verändert, sondern einfach, ah, okay, was könnte ich noch besser machen? Aber da wirklich entspannt vom Kopf heranzugehen und dann nicht genau in dieses Gegenteil zu kippen und sich dann schlechtes Gewissen zu machen, ist, denke ich, ja, einer der wichtigsten Punkte am Anfang. Wenn man sich da mal anfängt zu interessieren und zu recherchieren im Netz, dann hat man ja so das Gefühl, oh Gott, ich muss von, da muss ich abnehmen, da muss ich entschlacken, dann darf ich keinen Kaffee mehr trinken, ich sollte eigentlich vegan leben. Man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll, wenn man sagt, ich möchte ganzheitlich gesund leben. Was gehört in deiner Meinung nach alles dazu? Ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ist mir auch immer wieder begegnet, dass viele Menschen dann so alles auf einmal verändern möchten, wenn sie davon hören und dann, ich sag mal, wie dieser Effekt an Silvester, dann nimmt man sich vor, okay, jetzt trinke ich keinen Alkohol mehr, jetzt mache ich Sport, ich höre auf zu rauchen, ernähre mich gesund und dann 2 Wochen später ist es so wieder genau im Gegenteil. Und da finde ich es halt wichtig, wenn man die Sache ganzheitlich angeht, dann wirklich Schritt für Schritt was zu verändern. So, natürlich ganzheitlich bedeutet auch das Ganze, so, es betrifft im Grunde wirklich jeden Lebensbereich, aber da halt wirklich zu gucken und nicht auf einmal so. Das können ganz kleine Schritte sein. So, für mich war es zum Beispiel selber auch so bei der Ernährung. Ich habe die über die letzten 15 Jahre einfach Schritt für Schritt hat sich das entwickelt, dass ich die umgestellt habe und ohne Zwang. Und dann kann man sich einen Bereich raussuchen und dann guckt man halt mal nach einer gesünderen Alternative bei der Ernährung oder man fängt mal an, einmal die Woche Sport zu machen. Und dann bleibt man halt auch eher dran. Und wenn man dann auch spürt, okay, was macht es mit einem, dann halt weiterzugehen und dann vielleicht was Neues zu integrieren nach ein paar Monaten, aber eben nicht alles auf einmal. Wenn ich das jetzt so von dir höre, denke ich so, ach guck mal, der hat das ja schon mal ausprobiert, das kann ich doch jetzt eigentlich so für mich übernehmen. Oder gibt es sowas gar nicht, dass man so allgemeingültige Regeln für alle hat und es muss jeder individuell so ein bisschen rausfinden, was für einen das Richtige ist? Bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also so beides, finde ich. Natürlich geht es immer in eine ähnliche Richtung, was die Gesundheit anbelangt, aber jeder ist ja an einem anderen Punkt. Und ich sag mal, wenn man es mal vergleicht, wenn jetzt jemand seit Jahren Sport macht, sich jeden Tag dehnt und dann kommt jemand sein Leben lang keinen Sport gemacht und dann fängt er halt gleich an und dehnt sich irgendwie den Rücken nach hinten und bricht sich halt alles und macht sich alles kaputt so. Und da wirklich hinzugehen und zu gucken, wo steht man gerade selber, und nicht zu sehr auf andere zu schauen, was eben ja natürlich auch mit Social Media oft passiert. Aber da wirklich bei sich zu bleiben und einfach zu gucken, okay, was mache ich jetzt gerade? Und da einfach, wenn ich jetzt gar keinen Sport gemacht habe, dann fange ich halt mal an und gehe mal einmal in der Woche Sport machen. Aber nicht dann zu sagen, okay, ich sehe jetzt jemand anderen und der macht halt jeden Tag Sport. Und so, und sich daran zu orientieren, sondern wirklich bei sich selber zu bleiben, ist da, finde ich, ein wichtiger Punkt, ja. Ein individueller Körper braucht eben auch individuelle, ganzheitliche Gesundheit. Das Problem ist ja oft, wenn uns irgendwas wehtut, dann wissen wir, ja, da stimmt vielleicht gerade was nicht. Es muss zwar nicht immer die Stelle sein, die wehtut, dass wir sagen können, ja, die Schulter tut weh, dann ist es auch die Schulter. Manchmal ist es irgendwo ganz anders, vielleicht am Knie sogar die Ursache. Aber genau das ist ja auch schwierig, wenn man das jetzt angehen möchte und sagt, ich möchte ganzheitlich gesund werden.
Macht es dann Sinn, zum Beispiel mit so einem ärztlichen Check-up mal zu beginnen und dann so zu sagen, hier, guck mal, die Cholesterinwerte sind nicht gut und das ist nicht gut und dann fängt man gezielt darauf an oder sagst du, oh Gott, schon wieder viel zu kompliziert, einfach daran arbeiten, worauf man Lust hat? Man kann beides machen. Also ich finde es immer ganz nett, wenn man es kombiniert. Man kann natürlich mal gucken, wenn irgendwas an den Werten so total im Keller ist und überhaupt nicht gut ist, da mal vorübergehend eine kurzfristige Lösung vielleicht zu finden. Aber generell ist es ja immer was, wenn man langfristig wirklich gesund sein möchte, liegt es meistens eben am eigenen Lebensstil auch mit. So oft sind es ja auch Faktoren, die man nicht berücksichtigt hat. Natürlich gibt es auch von außen manchmal Angriffe, aber das meiste ist ja von innen heraus erzeugt. Und oft kann man da wirklich auch schon ganz einfach reinstarten. So oft kennt man ja schon so die Stellen, wo man merkt, okay, das hat mir eigentlich mal gut getan, wenn ich mich mal einmal die Woche zum Beispiel bewegt habe, dann fängt man halt mal damit an. So, man muss es nicht irgendwie total kompliziert starten, sondern da einfach zu gucken. Im Grunde weiß ja auch jeder, was tut einem gut, ne? So, dass Industriezucker einem zum Beispiel nicht gut tut in der Ernährung, das wissen ja die meisten. Und da einfach mal zu gucken, zum Beispiel das zu reduzieren oder dann halt mal sich mehr zu bewegen, aber entspannt auch bewegen und nicht, dass es wieder in so eine stressige Anspannung geht bei der Bewegung, sondern ganz locker und da einfach starten. Ja, das ist das Wichtigste so. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Dieses Thema Stress. Man kann es ja nicht, es ist ja ein bisschen utopisch zu sagen, dann halte doch den Stress fern aus deinem Leben. Das geht ja heutzutage gar nicht mehr. Aber es ist schon so, dass Stress zum Beispiel ganz häufig dagegen steht, wenn man jetzt abnehmen möchte zum Beispiel, ist Cortisol was ganz Blödes. Das heißt, wenn wir zu wenig schlafen, zu viel Stress haben, können wir so viel ins Fitnessstudio rennen, wie wir wollen. Das wird erstmal vom Körper nicht richtig aufgenommen. Was ist denn jetzt so ein bisschen Henne-Ei-Thema? Was ist denn so deine Idee zu sagen, wie kann man das durchdringen? Erstmal den Körper wieder ein Stück weit in eine gute Verfassung bringen, damit sich der Geist auch erholen kann? Oder sagst du, starte mit dem Mindset, weil erst da geht's los und danach schieben wir den Körper hinterher oder gleichzeitig? Denkt, das ist auch wieder individuell. Ich finde, das Wichtige ist, wo man gerade vielleicht für offen ist, wo man gerade auch sagt, okay, da hätte ich jetzt mal Lust drauf, damit einfach zu starten. So, das Wichtige ist, finde ich, da eher einfach zu starten. Wenn der eine sagt, ja, vom Kopf her hat er da eher so die Blockaden und möchte da nicht so an irgendwelche Themen rangehen, dann lieber eben ja mit Sport einfach starten und dann kommt der Rest vielleicht nach. Aber das Wichtige ist halt immer das Starten. Und das ist ja leider gar nicht so einfach. Und natürlich das Durchziehen, das ist nach dem Starten noch viel schlimmer. Du hast vorhin schon gesagt, nach Neujahr sind wir alle hochmotiviert. Und dann schaffen wir die, ich glaube, im Schnitt 60 Tage, die wir brauchen, um uns zu verändern, beziehungsweise das Verhalten zu verändern, schaffen wir dann nicht. Andererseits machen wir auch manchmal Dinge, die wir gar nicht so richtig merken, dass es eigentlich was Falsches ist, was wir tun. Also im Alltag, so ein Klassiker, du hast gerade schon gesagt, Industriezucker, wir merken gar nicht, wo das überall drin steckt. Oder der Klassiker, ich nehme noch mein Handy mit dem blauen Licht mit ins Bett und schlafe dann nicht gut. Was sind denn so aus deiner Sicht raus Vergehen, die so typisch sind, die wir aber gar nicht so richtig bemerken auf dem Alltag? Das ist eine sehr gute Frage. Die Liste ist lang, wir reduzieren es auf ein paar. Genau. Also ein oder zwei Riesenpunkte heutzutage sind, denke ich, einmal mal diese Bewegung und auch die Ernährung, was du schon gerade angeschnitten hast. Und im Alltag nimmt man häufig gar nicht wahr, so man geht einfach in den Supermarkt und denkt, ah, okay, auf der Packung steht irgendwie, ist alles gesund und da ist noch Vitamin XY drinnen. Aber am Ende ist halt doch immer Industriezucker oder hochverarbeitete Lebensmittel drin. Und da wirklich mal hinzugehen, einfach mal vielleicht die Zutatenliste zu lesen, einfach mal gucken und dann eher frischere Sachen zu essen oder halt im Alltag. Man vergisst halt oft, wie, unter welcher Anspannung man da gerät eben in diesen Stressmodus. Da vielleicht mal einfach zwischendrin durchschnaufen, mal einmal bewusst atmen und dann nimmt man schon mal bewusster wahr, wie man gerade eigentlich total verkrampft da sitzt oder wie man total unter Anspannung wieder zum nächsten Termin rennt. Und Stress ist eben was, wo nicht unbedingt von äußeren Sachen kommen muss. Also selbst wenn viel, viel zu machen ist, muss das nicht heißen, dass man unter Stress gerät. So, Kinder sind auch unglaublich aktiv und machen den ganzen Tag was, aber meistens nicht so sehr unter Stress wie wir Erwachsene. Und außer wenn es ums Bett gehen geht, da wollte man noch ganz so viele Sachen machen, dann kommen sie langsam auch spieltechnisch in Stress. Das ist schon so. Ja, da kann es sein, ja. Aber generell sind sie meistens noch entspannt, dass sie, obwohl sie wesentlich aktiver sind. Und da halt zu gucken,
dass man im Alltag auch entspannter ist und auch mal auf die Haltung zwischendrin zu achten, mal die Position abzuwechseln, sind so ganz einfache Dinge, die man mal drauf achten kann. So, man kann sich auch mal einen Wecker einfach stellen und dann sieht man, okay, wenn er läutet, dann achte ich mal bewusst auf meine Haltung, dass man mal dran erinnert wird zwischendrin. Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht mit so Wasser trinken, dass man so wirklich so jede Stunde irgendwie so ein Wasserglas trinken muss, hat wunderbar funktioniert. Du sagst gerade was Spannendes mit den Kindern. Naja, die Kinder haben ja auch, die machen ja den ganzen Tag nur Dinge, die eigentlich denen Spaß machen, sonst würden sie es ja nicht machen. Wir machen Dinge, die nicht immer Spaß machen, die auch manchmal anstrengend sind, und wir haben schon fast eher das Motto, auch im Sport, auch in allen anderen Dingen, no pain, no gain. Es muss irgendwie wehtun, damit man auch was lernt dabei. Beim Sport muss man in die Vollen gehen, damit es was bringt. Ist das so, dass man schon fast eher am, ich sag mal, Pushing-Limits-Moment ist, wo man wirklich alles rauspowert? Oder darf sowas und soll sowas vielleicht sogar eher Spaß machen, dass es effizienter am Ende für den Körper ist? Generell sehe ich so, dass man alles, was man macht, es kann mehr Spaß machen. Zum Beispiel bei Kindern finde ich eigentlich gar nicht so. Kinder machen nicht nur das, was einen Spaß macht. So, eigentlich sind sie dazu gezwungen, müssen in die Schule gehen, müssen dies machen, müssen in den Kindergarten, müssen die ganze Zeit, wenn die Eltern dahin möchten. Im Grunde sind sie da sehr stark an die Eltern gebunden und extrem abhängig. So als Erwachsener ist man eigentlich viel freier. Wo gehe ich jetzt hin? Was mache ich? Wenn mir die Arbeit nicht gefällt, gehe ich zu einer anderen Arbeit. Eigentlich ist man da sogar wesentlich freier. Und das ist, finde ich, sehr viel Einstellungssache, da zu gucken, auch natürlich eine Arbeit nachzugehen, die einem Spaß macht. Und dann hat man auch innerlich nicht dieses krasse Stresslevel, wenn man merkt, okay, da ist ein Sinn dahinter, das ist das, was ich machen möchte. Und dann wird man auch wieder entspannter. Da ist, finde ich, die innere Einstellung sehr entscheidend. Und da halt wirklich zu gucken, wirklich seine Einstellung auch mal wieder zu hinterfragen und zu sehen, hey, ich kann jetzt auch jeden Moment kann man seine Einstellung zu was ändern. Und wenn man was eh schon macht, dann kann man es auch mit Freude machen. Ja. Dinge haben nur den Wert, den man ihnen beimisst. Und ich kann sagen, ich bin froh, dass du hier ganz freiwillig sitzt und auch nicht weggegangen bist, weil du keine Lust mehr hattest, weil es zwingt dich ja Gott sei Dank niemand hier zu sein. Deswegen freue ich mich sehr, dass du offensichtlich Spaß dran hast, hier mit uns die Videos zu machen. Ich habe sie auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, unsere Zuschauer auch. Und wenn sie jetzt sagen, Mensch, das war total spannend da, dann habe ich da einen Tipp für euch. Also auf jeden Fall mal hier auf diese Glocke drücken bei YouTube. Das ist nämlich dann Kanal abonnieren. Und dann gibt es jedes Mal eine kleine Notification, wenn ein neues Video hochgeladen ist. Und wer jetzt sagt, ich will noch viel, viel mehr zu diesem Thema hören, keine Sorge, wir haben noch ein paar Videos mit Tobias vorbereitet. Es geht beim nächsten dann zum Beispiel um das Thema gesunde Ernährung. Ein ganz komplexes Thema. Wir versuchen so möglichst einfach zu machen, um das Thema mehr Energie im Alltag und ab jetzt gesund. Wir haben gerade darüber gesprochen, es geht darum zu starten. Deswegen gucken wir mal genau drauf, wie ändert man sich eigentlich und wie startet man. Deswegen freue ich mich sehr drauf, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Und ich sage schon mal vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.